Das große Ziel in unserer Forschung ist herauszubekommen, ob es eben neue Formen der Sucht gibt, und zwar im Medienbereich. Wir fokussieren uns im Wesentlichen auf die Internetsucht als auch die Smartphone-Abhängigkeit. Und da noch gar nicht so klar ist, was das genau ist, versuchen wir tatsächlich auch mit modernen Formen der Hirnforschung, also Molekulargenetik oder die Bildgebung des Gehirns, eben diese potenziell neuen Suchtformen besser zu charakterisieren.